grundsätzlich mache, ist halt, dass ich vor der Session im Grunde genommen beseite. Ne? Also neue Seiten sind für mich eigentlich ein Muss, weil es so eben auch anfängt und es fängt halt von der bestmöglichen Position aus an. Das Wichtige ist halt, wenn du jetzt eine Gitarre beseitest, da gibt es unterschiedliche Philosophien, wie man es jetzt an der Mechanik macht. Ich persönlich lasse die Bassseiten tatsächlich so, wie sie sind und mache mir bei den hohen Seiten einen Haken zwischen, dass die halt da nicht rausrutschen können. Das kann man so machen, das ist aber im Grunde genommen nicht wirklich das Entscheidende. Das kann jeder machen, wie er will. Hauptsache, es bewegt sich hier nichts mehr. Ne, dann ist es halt so, dass du den Sattel hast. Und der Sattel muss im Grunde genommen so sein, dass da nichts klemmt. Das ist eben auch wichtig. Da benutze ich weder irgendwelche Öle noch sonst wie was. Wenn was klemmt, dann nehme ich einen Bleistift und habe ein Taschenmesser und kratze mir da Graphit rein im Grunde genommen. Und das ist das, was jeder zu Hause hat. Und so funktioniert es auch gut, weil natürlich alles, was ich hier bewegen kann, natürlich dazu beiträgt, dass das Tuning nicht mehr bleibt. Insofern, hier muss immer alles schön flutschen. Mit dem Bleistift ist das wunderbar. Bleistift, Taschenmesser hat eigentlich jeder. Dann haben viele Leute halt Angst vor neuen Saiten, weil sie meinen, es verstimmt sich. Das liegt ganz einfach daran, dass du eine Saite eindehnen musst. Und wenn ich eindehnen sage, dann meine ich nicht so, sondern so. Ne? So funktioniert das. Und das muss so, es ist also, dass ich es eindehne und dann wieder auf den Punkt stimme, wo es sein soll und dann nochmal dehne und nochmal dehne, so lange, bis es sich tatsächlich nicht mehr verstimmt. Es wird sich dann im Laufe der Zeit wieder etwas verstimmen, aber halt nicht so doll, als würde ich das nicht machen. Also dehnen ist extrem wichtig. Das ist das A und O. Also das ist meine Philosophie zumindest. Da laufe ich im Studio gut mit. Unsinn. Meiner Meinung nach Unsinn. Ich beseite eine Gitarre vor der Show und wenn du mir eine halbe Stunde Zeit gibst, kannst du damit auf die Bühne gehen und wirst keine Probleme haben. Wenn du die 24 Stunden vorher aufziehst, ist es alles schön und gut. Aber dieser Effekt, der wird nicht passieren. Weil die ist dann da drauf und ist dann still. Es bewegt sich nichts. Du musst tatsächlich die Saite eindehnen. Und da ist auch mit den hohen Saiten mache ich es genauso. Was für mich auch gleichzeitig ein Indikator ist, wenn ich die, also mir ist in meiner Laufbahn sind mir tatsächlich zwei Saiten gerissen auf der Bühne und das war's. Also mehr noch nicht. Weil wenn die Saite einen Fehler hat, dann merke ich das, indem ich jetzt hier also mit dem Finger lang gehe und dehne. Und wenn sie einen Fehler hat, zerreiße ich sie wahrscheinlich vorher. Was mich dann immer sehr freut, weil dann weiß ich, dass es dann nicht passiert. Passiert extrem selten. Ich benutze die Adario-Saiten, die halten gut und damit komme ich sehr gut klar. Und hatte vorher, glaube ich, auch mal Ernie Balls, die sind auch gut. Das muss halt jeder irgendwie geschmacksmäßig rausfinden, was ihm da gefällt. Aber eigentlich würde ich sagen, dass ein gewisser Qualitätsstandard einfach gegeben ist. Eine Saite ist eben auch unter anderem so, dass die eine unterschiedliche Spannung aufbauen, weil sie halt unterschiedlich gemacht sind. Also du kannst halt einen 0,10er-Satz von Diadario haben oder von einer anderen Firma und ziehst und merkst, es ist ein Unterschied. Die eine zieht weicher, die andere bei der anderen brauchst du halt mehr Kraft. Das ist Geschmackssache. Die einen wollen es härter, die anderen halt nicht. Aber wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen. Eindehnen ist alles und wenn das richtig eingedehnt ist, dann spielst du, wenn du jetzt Gitarrenaufnahmen machst, noch mal ein bisschen hier und da, stimmst ein bisschen nach und dann funktioniert das eigentlich. Dann hast du da keine Probleme mehr, normalerweise. Ist, wie gesagt, wenn hier alles flutscht und hier nichts hakt und hier eben auch nichts passiert, weil hier eben auch alles, also nichts klemmen kann oder sonst was. Das sind aber rein mechanische Sachen, die man dann einfach eben auch merkt. Da ist es tatsächlich so, wenn ich jetzt hier in der Brücke irgendwas habe, dann tausche ich tatsächlich das Teil aus. Also ich fange nicht an zu feilen oder sonst wie was und tausche es halt aus. Das ist ein bisschen Luxus, aber das ist für mich einfach das Sicherste. Weil ansonsten verbringst du sehr viel Zeit damit und wenn du feilst und machst ja eine Kerbe, dann hast du halt den nächsten Punkt, wo es reißen kann. Und insofern mache ich das so nicht. Dann ist es halt so, dass ich mir die Gitarre, wenn ich sie nicht kenne, nachdem ich sie beseitigt habe, wobei ich sie tatsächlich auch schon kennenlerne, weil ich sie halt überall anfasse, ne, und man im Laufe der Zeit eben auch rauskriegt, wenn hier irgendwie was komisch ist oder sonst was, dann wird es wahrscheinlich Folgen haben. Dann gucke ich immer, dass die Bünde halt nicht wehtun und dass da eben auch alles drin ist, weil sonst hast du eben auch Probleme, dass es eben scheppert oder dass die Intonation nicht mehr stimmt oder sonst was in der Richtung. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich mir das Ganze nochmal angucke, wie die Intonation halt ist. Ne, was ganz einfach eben funktioniert, dass du halt ein Flageolet spielst und den Ton dann eben nochmal greifst. Ne, und das muss auf dem Tuner halt das Gleiche sein.
Da ist, wie ich es vorhin schon gezeigt habe, sinnvoll, wenn man richtig greift. Wenn du zu weit vorne greifst, dann passiert es halt nicht. Also immer schön hinten dran, extrem wichtig. Und wenn es zu hoch oder zu tief ist, stellt man das halt dann dementsprechend hier ein hinten. Und so kannst du es halt, mache ich es halt mit allen Seiten, dass ich das erstmal so habe. Es ist tatsächlich so, wenn du es hier hinten eingestellt hast, also dass du halt den Ton flageoletmäßig meinetwegen spielst und dann nochmal greifst und er gleich ist. Das ist eigentlich mehr oder weniger das, was du jetzt so machen kannst. Wenn die jetzt hier nicht stimmt oder da an der Position nicht stimmt, dann ist wahrscheinlich, dass die Gitarre ein anderes Problem hat, wie jetzt die Bünde oder was in der Richtung. Da ist es im Grunde genommen ein Job für einen Gitarrenbauer. Da kannst du dann auch nicht mehr viel machen. Ist aber normalerweise nicht der Fall. Die Instrumente, mit denen ich so zu tun habe, sind zum Glück immer recht hochwertig oder halt so, dass sie eine Macke haben, in Anführungszeichen, um die man herumarbeiten kann. Es ist bei Les Pauls oft so, dass man eben die G-Saite ein bisschen zu tief stimmt, weil sie dann halt hinterher wieder stimmt, wenn du sie greifst. Oder je nachdem, das ist von Instrument zu Instrument unterschiedlich. Und das finde ich halt raus, indem ich mir die Gitarre halt am Tuner angucke. Also ich spiele sie und höre und gucke mir das eben an und versuche dann eben das dementsprechend zu justieren. Was wir auch hatten, das hatten wir bei einer Session mit einer Band, die Hans Martin produziert hat, ist tatsächlich, dass es auch wichtig ist, dass die Pickups halt richtig justiert sind. Weil das war eine Jazzmaster, wenn mich nicht alles täuscht, dieses lila Ding. Und da war der Hals-Pickup zu hoch. Das heißt, da sind extrem starke Magneten drin bei Single Coils. Wenn es zu hoch ist, dann wird alles hier hinten scharf plötzlich. Und da suchst du dir einen Wolf. Du findest das einfach nicht. Und es Nur liegt über die ganz einfach Magneten. genau über die Magneten. Der Magnet zieht die Okay. Saite an. Das ist eigentlich ganz logisch, aber man kommt so nicht drauf. Ne? Titis. Genau, das ist das Wort. Richtig. Deswegen muss man immer gucken, dass gerade bei Strats habe ich es halt so, dass der Hals-Pickup halt weiter unten ist. Der Ton entwickelt sich hier am besten, der muss nicht so hoch sein. Ne? Und dann geht das im Grunde genommen dann immer so nach oben. Also der ist weiter unten, der kann ein bisschen weiter hoch und der kann im Grunde genommen höher, weil hier hinten das Problem nicht auftauchen wird. Ist ja, denn es ist ein richtig starker Pickup von den Magneten her. Dann empfehle ich auf jeden Fall, das auch weiter runter zu machen. Ne? Aber dieses Setup, das sind im Grunde genommen die Punkte, wenn man das beachtet. Hast du schon mal eine ganz gute Ausgangsbasis grundsätzlich. Und ja, so fängt es im Grunde genommen an. Und das ist eigentlich mehr oder weniger alles, was man so macht. Und es ist natürlich so, dass ich eben gucke, ob die Potis irgendwie funktionieren, ob es irgendwie kratzt oder ob irgendwie was kaputt ist, ob der Schalter Geräusche macht und so weiter und so fort. Da ist es dann halt so, dass ich versuchen kann, das einfach zu säubern, also dass ich halt ein Spray benutze. Ne, was aber mehr was für einen Moment ist und nicht für die Zukunft, weil es wird irgendwann wieder kommen. Und wenn das auch nicht funktioniert oder wenn ich halt dem Ganzen nicht traue, dann tausche ich halt ein Poti aus oder halt den Schalter. Ne, aber wie gesagt, viel mehr ist im Grunde genommen so jetzt an der Gitarre nicht zu machen. Was ihr seht hier sind halt unterschiedliche Arten. Und das wäre jetzt so eine Kollektion mehr oder weniger, die ich mitnehmen würde, wenn ich jetzt zu einer Studio-Session fahre, wo ich nicht genau weiß, was passiert. Ja, weil ich halt unterschiedliche Gitarren habe mit unterschiedlichen Pickups, die halt unterschiedlich klingen. Und ich kann davon ausgehen, dass der Produzent früher oder später nach irgendwas fragt. Wie jetzt zum Beispiel eine Strat, eine Tele oder eine Les Paul, also die klassischen Sounds, die man halt so kennt. Na, und es in dem Fall jetzt auch so ist, wenn ich zum Beispiel auch, oder um bei dem Beispiel zu bleiben, mit Hans Martin arbeite, bei einer anderen Band. Das machen wir es so, dass die Band ihr Gear hat und ihre Gitarren hat, ich aber trotzdem mein Zeug mitbringe, komplett. Einfach um andere Möglichkeiten noch zu haben und um eben auch sicher zu gehen, dass eben auch Instrumente einer gewissen Qualität eben auch einfach vor Ort sind, wenn ich jetzt davon ausgehen kann, dass zum Beispiel junge Musiker sich das einfach nicht leisten können oder das einfach nicht haben. Und da ist es jetzt in dem Fall so, dass ich einmal eben diese Gitarre mitnehmen würde, die tolle Möglichkeiten hat, indem das sieht hier so aus vom Weiten, als wären das drei Single Coils, sind es aber nicht. Das sind zwei Humbucker und ein Single Coil. Und dieser Humbucker oder dieser Pickup ist halt sehr speziell, weil der zwei Pickups in einem hat. Das heißt, wenn ich diesen splitte, also wenn ich jetzt so einfach drauf gucke, habe ich eine reine Strat. Und wenn ich das hier mache, werden die beiden zu Humbuckern. Was bedeutet,
Ich kann im Grunde genommen alle Sounds eigentlich anbieten, schon mit einer Gitarre. Wenn ich jetzt die Mittelposition habe, habe ich nicht diesen Pickup, sondern diese beiden. Entweder dann im Les Paul-Style, wenn man so will, dass ich halt zwei Humbucker habe, die ich mit den Volume-Potis wie bei einer Les Paul auch einblenden kann, wenn ich will. Und wenn ich das runter mache, habe ich eine Tele. Das ist im Grunde genommen Single Coil, ist halt das, was man von einer Telecaster oder von einer Strat halt kennt. Und Humbucker ist halt das, was man von einer Les Paul-artigen Gitarre kennt, womit man halt eben dickere Sounds im Grunde genommen machen kann. Oder auch eben Sounds, die viel mehr Output brauchen. Viel, viel mehr Output. Wenn man jetzt viel Gain benutzen will oder sowas in der Richtung, wirst du mit einem Single Coil irgendwann an deine Grenzen kommen, weil es dir irgendwann einfach die Rübe runterhaut, weil es einfach viel zu viel Höhen hat. Und da benutzt er halt einen Humbucker. Übrigens auch einer der Gründe, warum an dem DI der Gain so angenehm ist, weil ja, man kann's wenn man anpassen. Da die Gitarre um und ihr nicht aufpasst, weil ich höre zum Beispiel, wenn ich aufnehme, den DI nicht, ja, sondern gehe da rein visuell dran. Wenn ich da nicht aufpasse dann, und ich gehe von der Strat zu einer Les Paul, dann pustet es Les Paul hat viel mehr Output Ne, und wird halt im Grunde genommen das DI-Signal überblasen, aber den Amp wahrscheinlich auch. Das sind ja auch so Sachen, eben, wo man eben auch grundsätzlich drauf achten muss. Was für eine Gitarre benutze ich hier und was für einen Sound will ich haben, weil ich natürlich den Amp auch dementsprechend einstelle. Ne, also ich justiere halt nach. Ne. Bei einer Strat würde ich nie zu viel Gain im Grunde genommen haben. Das würde ich immer ein bisschen crunchiger einstellen, weil es halt dann dem Instrument entsprechend klingt, so wie man sich das vorstellt. Man kann das missbrauchen, wenn man möchte, indem man es einfach völlig überfährt, aber ich würde normalerweise mache ich es nicht, weil es eben auch ein Single Coil ist, was bedeutet, das Ding brummt auch. Also Single Coils brummen ganz einfach und sind anfällig auf Licht und alles Mögliche. Und je mehr Gain ich habe, desto mehr Brummen habe ich. Und das ist das, was man im Grunde genommen nicht haben will. Deswegen würde ich Strats und sowas für solche Sachen nicht benutzen. Es gibt allerdings auch Single Coils, die aussehen wie ein Single Coil, aber ein Humbucker sind, die dann das Brummen nicht haben. Das ist allerdings leider so, dass sie auch immer ein bisschen anders klingen. Also wenn ich diesen authentischen Strat-Sound haben will, dann würde ich es nicht benutzen. Wenn ich jetzt den Strat-Sound haben will und muss damit auf eine Bühne gehen, dann würde ich es mir überlegen. Es ist ein bisschen anders, aber nicht das Gleiche, aber dafür ist das Brummen halt nicht. Also grundsätzlich brummt ein Single Coil immer so ein bisschen und wie ich schon sagte, je mehr Gain, desto mehr wird es auch verstärkt. Jetzt mit einer cleanen Einstellung werde ich das wahrscheinlich einigermaßen hinkriegen, dass du es gar nicht hörst. Aber natürlich ist es auch die Ausrichtung der Gitarre, weil der Pickup sich das einfach einfängt, was hier im Raum ist. Wenn ich jetzt eine Neonröhre habe oder sonst was und ich mache so, dann kann irgendwann ich da ist es weniger. Ganz tolle Geräusche mitmachen. Monitore sind toll, alte Fernseher sind auch super. Alles, was strahlt im Grunde genommen und du wirst feststellen, dass so gut wie alles strahlt, früher oder später. Ja genau, Handy aufpassen, ne? Das tak, 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 das nimmt auf. Das werdet ihr haben. Das nimmst du auf. Ich hatte eine Zeit lang eine Taschenuhr tatsächlich, die ich hier drin habe. Das ist aber kein Single-Coil-Problem, sondern ein Pickup-Problem. Das heißt, ich habe die Gitarre hier und es klackt durch den Amp. Und ich habe mich tatsächlich lange gewundert, warum. Weil es wird einfach übertragen. Ich glaube, wir haben das zusammen rausgekriegt, weiß ich noch. Das habe ich irgendwann gesagt, das klingt wie eine Uhr. Und dann hat er gemeint, ah! Und dann war sie weg, tatsächlich. Also es ist sehr beeindruckend. Ja. Also, aber dazu ist es auf der anderen Seite eben auch da, ne? Weil du willst ja alle Nuancen, die du halt also vom Spiel hast oder vom Holz, ne, die willst du ja auch übertragen haben. Also du willst ja wirklich alles hören, also jetzt im Optimalfall. Ne? Und insofern ist es schon alles sehr empfindlich und auch wenn du so willst, alles sehr, sehr heiß eingestellt, dass man wirklich alles hört. Ne? Was aber auch den Nachteil hat, dass eben sämtliche Störgeräusche auch übertragen werden. Aber wie gesagt, im Studio ist es im Grunde genommen dann... Also ich habe oft mit einer Strat schon komisch gesessen, weil es einfach besser war, weil es halt nicht anders ging. Aber der Sound ist halt das, was da entscheidend ist. Also der Strom fängt im Grunde genommen dann jetzt nicht hier in der Räumlichkeit an, sondern halt drüben, wo der Amp drin steckt. Und da ist es halt so, dass ich ja gucke, wie die Spannung ist. Und was für mich extrem wichtig ist, ist, habe ich eine Erde oder nicht? Nur das ist im Grunde genommen das Hauptproblem, das ist das, wonach ich gucke. Und man geht davon aus, dass es immer so ist, es ist aber nicht immer so. Und das ist halt im Grunde genommen das Wichtigste und das Erste, was ich mache, weil ich natürlich auch nicht möchte, der Musiker ist halt mit dem Kabel, mit dem M verbunden. Wenn was schief gehen würde, landet das hier. Und dann kriegt er einen Schlag und das wollen wir natürlich auf keinen Fall. Das ist das Erste, was ich mache. Das, was ich danach mache, wenn wir beim Messgerät sind, habe ich gestern hier auch gemacht, ist, dass ich tatsächlich gucke, bevor ich jetzt den Amp anschließe, ob ich die Box an meinem Messgerät sehen kann im anderen Raum.
Was bedeutet, ich messe halt, ob ich Ohm sehe oder nicht. Das ist eine 16 Ohm Box jetzt in dem Fall. Dann sieht man erfahrungsgemäß so 13, 14 Ohm ungefähr. Weil hier natürlich auch viele Sachen schief gehen können, weil das Signal durch die Wand geht. Da ist eine Box, da drüben ist eine Box, dann ist noch irgendwo eine. Ne? Und insofern gehe ich halt sicher, dass eben tatsächlich die Verbindung auch da ist, bevor ich das Kabel in den Amp stecke, bevor ich den Amp anschalte. Und wenn ich den Amp anschalte und er würde die Box nicht sehen, wenn man es so nennen will, geht mir der Trafo hoch, weil die Last irgendwo hin muss. Das ist halt im Grunde genommen, sind das... das ist der Check, den ich so vorher immer mache, wenn ich irgendwo bin, wo ich normalerweise nicht bin. Wenn wir im eigenen Studio sind, dann ist das nicht notwendig, aber grundsätzlich kann ich es immer empfehlen. Wenn irgendwer von euch live spielt, empfehle ich das. Also ich mache es jeden Tag, überall auf der Welt. Ihr steckt zum Teil Amps einfach in irgendeine Steckdose und wisst überhaupt weder, ob der richtige Strom und die richtige Spannung rauskommt oder ob das Ding eine Erde hat oder sonst was. Die Investition lohnt sich auf jeden Fall. Ich mache es nur ganz kurz, weil ich bedenken muss, was ich darf und was ich nicht darf. Wenn es um Strom geht, zeige ich das, wie es geht, ohne dass es drinsteckt, weil ich keinen dazu verleiten möchte, das falsch zu verstehen, falsch zu machen und dann einen Schlag zu bekommen oder sonstiges. Das heißt also, ich habe ein Messgerät. Ich suche in dem Fall hier die Welle, das ist AC, das ist das, was ich brauche. Wenn ich das so nicht habe, dann kann man das über den Select-Regler regeln. Es gibt AC und DC, das ist AC. DC ist eine Batterie. Wenn ich das falsch einstellen will, dann geht mir wahrscheinlich das Ding hoch. Und deswegen stecke ich es jetzt nicht rein, weil ich das nicht provozieren möchte. Dann ist es so, dass ich hier, also ich nehme tatsächlich ein Kaltgerätekabel, weil manche Steckdosen ja eine Sicherung haben, wo ich einfach mit den Dingern nicht reinkomme, weil sie eine Kindersicherung haben oder sonst was. Deswegen nehme ich halt hier das Kaltgerätekabel, stecke es in die Steckdose und gucke halt, dass ich hier, das hat ja hier die drei Öffnungen, das ist wahrscheinlich bekannt. Und die beiden äußeren, da will ich Spannung sehen. Und dann ist es im Idealfall so, dass ich hier auch Spannung sehe. Das ist aber je nachdem, wie rum der Stecker drin ist. Und wenn ich das dann mit dem mittleren und den äußeren verändere, da will ich eine Erde sehen. Da will ich 0,0 am besten sehen oder 0,3 oder so wie was, irgendwie sowas in der Richtung. Dann ist alles gut. Wenn ich hier auch meinetwegen 220 Volt sehe oder 110 oder sonst was oder auch einen Wert, der meinetwegen 1,5 oder sogar 10 ist oder ich weiß nicht was, dann stimmt was nicht mit der Erde. Das heißt, das ist auch was ich nicht repariere und keiner von uns reparieren kann, es sei denn, der ist Elektriker. Ja, aber das ist es im Grunde genommen. Also das sind die Sachen, die ich sehen muss. Das hier oben ist halt Erde, wenn ich das so verbinde. Dann will ich halt bei einem von den beiden Punkten 0, noch was sehen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich eine Erde habe. Und das ist es. Und wenn du keine hast, was machst du dann? Elektriker. Aha, verstehe. Mache ich nicht, weil danach ist es gefährlich und ich kann es nicht reparieren. Ich dürfte es auch gar nicht reparieren, deswegen zeige ich es tatsächlich. Und wenn keiner kommt? Dann trete ich nicht auf. Aha. Also das ist tatsächlich so, dass bei mir selber würde ich es genauso machen, aber in meinem Fall ist es natürlich so, dass ich dann etwas mutiere und sage, mein Künstler betritt diese Bühne nicht. Das ist ganz einfach so. Und weil das sind Sachen, die sind halt zugesichert und es ist einfach gefährlich. Das ist halt das Problem dabei. Wir sprechen halt von Stromschlägen. Ne? Und das geht einfach nicht. Wir werfen einfach nochmal einen Blick auf die verschiedenen Mikrofone, die wir haben, weil die werden dann öfter gleich auch als einfach nur Modellbezeichnung auftauchen, damit man so eine Idee hat, was ist das für ein Mikrofon, was steht hier rum. Wir haben einfach mal ein bisschen was von verschiedenen Herstellern draufgepackt. Dynamische Mikrofone, Bändchenmikrofone, aktive Bändchenmikrofone und ein Kondensatormikrofon. Einfach, dass wir gleich ein bisschen variieren können. Das war auch so in der Vorbesprechung SM57, wo auch Ingo gesagt hat, Scorpions, eigentlich SM57 festgenagelt vor der Box. Gibt es live eine Alternative, dass sie auf ein Roya noch gehen oder das mit kombinieren. Sonst aber gar nicht so viele Unterschiede oder Vergleiche machen. Wir hatten jetzt den Mikrofonvergleich von den verschiedenen Gitarrenmikrofonen. Kann man alles online auch mal durchhören. Deswegen wollen wir da jetzt nicht so intensiv drauf eingehen, dass wir wirklich sagen, gleiche Position und wir schieben das mal alles durch. Das haben wir quasi gemacht. Das könnt ihr im Studio selber nochmal hören. Einfach mal grob zu den Modellen. Wir haben hier das SM57. Jeder kennt diese Variante. Ist ein ganz aktuelles hier vom Abbey Road, neu gekauft, noch in der Box angeliefert, vermutlich daher
die Variante aus Mexiko höchstwahrscheinlich. Auch da gibt es ganz viel Esoterik, ganz viele Unterschiede. Es gibt Unterschiede zwischen den alten Unidyne 3 amerikanischen Varianten oder dem Vorläufer, dem 545, sind auch alle in diesem Vergleich drin. Da kann man einfach mal reinhören. Das sind aber schon eher Nuancen. Die Charakteristik ist sehr, sehr nah dran. Das andere dynamische Mikrofon, was hier steht, ist das Beyerdynamic M201. Sieht oft auch etwas eher nach Kondensatormikrofon aus. Ist auch eigentlich eine ganz gute Eselsbrücke, denn es ist auch ein Mikrofon, was sehr hochauflösend ist. Ist im Gegensatz zum SM57 eine Hyperniere und keine Niere als Richtcharakteristik. Sollte man halt im Hinterkopf behalten, je nachdem, wie man aufnimmt. Es gibt auch Leute, die da mit mehreren Verstärkern gleichzeitig und alle möglichen Kombinationen. Da kann man sich natürlich auch viel Ärger mit einfangen, mit solchen Geschichten. Mit einer Box, einem Mikrofon, werden wir nachher mal reinhören, wie es klingt. Ist auf jeden Fall relativ offen vom Klang, nicht ganz so verbogen präsent wie ein SM57 vom Frequenzgang und klingt ein Stück weit voller. Es gibt den Bandmaschinenhersteller Studer, der hat so Amateurmaschinen unter dem Namen Revox dann gemacht in den 60er, 70er Jahren. Und da gab es dann auch mal eine Version, ein Revox M3500. Das ist genau exakt dieses Mikrofon. Man erkennt es am Unterschied, dass es dann hier oben vier Riffel drin hat und nicht nur drei Riffel. Und es steht natürlich normalerweise das Modell auch noch drauf. Und das wurde von Beyerdynamic für Sprachaufnahmen mit der Bandmaschine optimiert und das klingt ein Stück weit schlanker. Also dieses Mikrofon ist einfach ein Stück voller und dieses Revox ist einfach nochmal ein bisschen schlanker, klingt auch nochmal ein bisschen höhenreicher, kann für eine Gitarre auch ziemlich interessant sein. Ja, also da ist auch viel Probiererei und natürlich dann zu gucken, was wird überhaupt gespielt, welche Gitarre, welches Setup und wo soll es im Mix landen. Also hier dynamisches Mikro Nummer 2. Gehen wir auf die Bändchenmikrofone rüber, und zwar, was dann doch eher nochmal als wie ähnlich zu einem dynamischen aussieht, wäre hier das Beyerdynamic M160, ist trotzdem ein ganz klassisches passives Bändchenmikrofon, ist auch mit der Besonderheit, dass das eine Superniere, glaube ich, ist, oder eine Hyperniere, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Also auch von der Richtcharakteristik von der typischen 8 der Bändchenmikrofone abweicht, kann auch wieder interessant sein, wenn man in einem sehr kleinen Raum aufnimmt beispielsweise, dass man halt die Reflexionen vermeidet, die von der Rückwand kommen oder halt nicht mehr so intensiv mit auf die Membran bekommt. Klingt etwas untypischer für ein Bändchenmikrofon, weil es auch recht präsent ist. Es gibt hier eine Besonderheit, hier oben ist so ein kleiner roter Punkt. Dieser rote Punkt zeigt einfach, wie die Membran in dem Mikrofon ausgerichtet ist, weil es halt so ein Bändchen ist, was dann nach vorne zeigt. Wenn der rote Punkt oben ist, dann ist es ganz senkrecht ausgerichtet und es gibt das 8er Mikrofon dazu, das Beyerdynamic M130, und wenn man dann die beiden Punkte, das andere hat auch einen Punkt, übereinander setzt, dann hat man quasi ein perfektes MS-Setup, was man dann nutzen kann. Übrigens sehr, sehr hilfreich auch später für die Positionierung selbst, zu wissen, wo ist die Membran überhaupt. Ne? Das ist auch gerade da immer wichtig, gerade beim SM57 auch so ein Thema. Genau, zu den anderen Bändchen, die wir jetzt hier stehen haben. Hier haben wir das, ich sag mal, klassische Reuer-Mikrofon. Klassisch heißt aber trotzdem 1999 auf den Markt gekommen, also auch relativ neu, so die zweite Generation. Das Bändchen Revival ist ein passives Bändchenmikrofon mit einer 8er. Richtcharakteristik ist gerne in Kombination in Verwendung mit dem SM57, werden wir auf jeden Fall auch machen, werden wir uns anhören und ausprobieren und auch da einfach gucken, was bringt dieses Mikrofon dazu. Was es auf jeden Fall dazu bringt, ist deutlich weniger Höhen. Wenn man sich den Frequenzgang anguckt, ist es unten recht voll, ist dann einigermaßen linear und dann macht es einen Körper ab 8 kHz oder sowas in der Kante und geht dann halt massiv runter. Kann deswegen eher so den Body oder den vollen Tiefmittenanteil ganz gut featuren zum SM57, wenn das für den Sound funktioniert und wenn das im Mix dann nachher auch funktionieren kann. Es gibt dazu eine zweite Variante, das wäre hier das R122. Das ist ein aktives Bändchenmikrofon, das heißt, es braucht Phantomspeisung, damit es betrieben werden kann, hat deswegen auch einen höheren Output.
Und auch da ist so ein bisschen die Problematik, wurde ja vorhin schon gesagt, Bändchen müssen weiter weg, weil sie halt mehr Output haben oder weil sie empfindlicher sind oder wegen des Nahbesprechungseffekts, dass sie mehr Bass übertragen. Gerade bei dem war es so, dass die erste Version das 122er einfach viel zu viel Output hatte. Wenn man das vor einen lauten Amp gestellt hat, hat es halt verzerrt und zwar im Mikrofon. Gab auch keinen Weg herum, weswegen man dann immer gesagt hat, gut, das 121er, das ist das für die E-Gitarre. Wenn die E-Gitarre leiser ist oder man weiter weg geht, geht es auch mit dem 122er. Mittlerweile haben sie dort einen 15 dB Patch-Schalter reingebaut. Deswegen sind sie, glaube ich, 1-2 dB immer noch unter der Empfindlichkeit von dem 121 und wir können damit auch nah ran und mittlerweile alles aufnehmen. Ist ein bisschen präsenter, ist im Höhenbereich auch etwas feiner auflösend als halt die passive Version, aber ist halt wirklich eine absolute Geschmacksfrage. Also es kann sein, dass das vor einem Vox-Amp besser funktioniert als vor einem Marshall, als vor einem Fender, als vor einem irgendwas oder andersherum. Es gibt eine dritte Variante dazu, die steht hier, die ist immer ein bisschen nervig aufzubauen, weil sie ein eigenes Netzteil hat, weil es die Röhrenvariante ist. Das ist das aktive Röhrenmikrofon. Bändchen, auch Achtercharakteristik, ist sehr ähnlich zu diesem 122, hat vollere Mitten, vollere Tiefmitten, war im Mikrofonvergleich was, wo man echt gesagt hat, von den Bändchenmikrofonen gerade am Marshall, war da ist echt nochmal eine Überraschung. Wenn man dann aber das Handling beachtet, man muss halt das, man muss Strom hinziehen, man hat ein eigenes Netzteil, das Mikrofon kostet fast das Doppelte von dem normalen aktiven, dann sind das natürlich alles so, so Probleme, die man hat, die man dann vielleicht doch vermeidet und dann doch irgendwie auf ein klassisches, also ich lande sehr oft beim 121 als die Ursprungsvariante für Gitarre. Dann haben wir noch ein Rode NT2A, ein Kondensatormikrofon, was dem Schalldruck relativ gut standhält, was recht flexibel ist mit umschaltbarer Richtcharakteristik, was wir also auch nah an den Amp ranbringen können. Und sonst, ja, hier nochmal ein Royer R101, das ist so die einfache passive Version von dem R121. Das Mojave Audio ist auch so ein bisschen wie das Rode, ein Kondensatormikrofon. Und das Biodynamic M88 als sehr basslastiges Mikrofon, was auch gerne für so sehr High-Gain-Metallige Gitarren verwendet wird, um dort unten einfach genug zu schaffen für den Übergang zum Bass nachher. Was ich ganz einfach mache, ist das hier. Ich gehe da davor und suche mir den lautesten Punkt. Also wo es am lautesten ist und wo es am höchsten ist, ja. Und der ist für mich jetzt hier. Und da packe ich das Ding drauf. Ende der Durchsage. So, wenn ich jetzt noch mehr dazu packen möchte, was ich auf jeden Fall tun werde. Also am besten ist es, wenn mir da jemand hilft tatsächlich und den Finger dann dahin tut. Oder manchmal, zum Beispiel bei Scorpion-Sachen, hier, danke. Bei Scorpion-Sachen oder was auch immer, wenn ich es öfter mache, danke, das langt schon, dann mache ich mir da ein Kleberchen drauf an die Stelle, dann weiß ich, wo es ist. So, und jetzt mache ich das Gleiche nochmal. So, hier. Und dann packe ich da ein zweites hin. Ja, das ist der Anfang, den Rest zeige ich euch später. Das Höhenproblem, was vorhin angesprochen worden ist, das ist wirklich, was es ist. Ja, also es gibt ja, wenn man die klassischen Inges nimmt, ich bin ja so einer, der draufhaut, bis es nach was klingt, auch. Die klassischen und die L. Schmidts dieser Welt, die so die Big Band Sachen machen, der zum Beispiel, wenn der was mischt, was er selber aufgenommen hat, nimmt der keinen einzigen Equalizer. Also der macht seine gesamte Frequenzgangwahl durch die Wahl der Mikrofone. Und das ist tatsächlich natürlich auch das Beste, um das zu machen. Das heißt, und die Positionierung. Das heißt, wenn mir das dann zu viele Höhen hat, schiebe ich es entweder in Gänze ein Stück rüber oder ich mache eine Alternative, dass es ein bisschen von der Seite auf den Cone drauf geht. Ich sage jetzt mal, was ich alles schon probiert habe. Ja, diese klassischen 80er-Sounds, diese Owner of a Lonely Heart-Dinger oder sowas oder Prince-Speziell-Sachen, da sind ganz viele Tricks. Zum Beispiel Grenzflächen, da sind wir noch gar nicht drauf gekommen. Ja, Grenzflächen-Mikros, dass man das Ding jetzt vor so ein Fenster stellt und dann die Grenzfläche dagegen klebt. Oder was ganz beliebt ist irgendwie, dass man gerade bei offenen, die hinten offen sind, dass man von hinten
mikrofoniert, also von hinten an den Cone dran, auch eine ganz, geht alles. Da designe ich mir aber zu viel. Ja, das will ich nicht mehr, wie gesagt, im Augenblick jedenfalls. Mal schauen, wie es in der Zukunft wird. Was ich jetzt also mache, um das hier auszuprobieren, ich gebe mir persönlich ein paar verschiedene Klangoptionen. Und das werde ich jetzt auch machen. Ich werde jetzt mal den zweiten, ich würde nochmal auf die Knie gehen. Und den lauten Spot da unten suchen. Und da packe ich mal den hier drauf und den hier auch. Ja. Und dann, was ich auch noch mache, ich nehme mal das große hier und mache mal ein bisschen hier auf Raum. Und zwar, dass es ungefähr hier ist. Einfach mal auf gut Glück. Ja. Und dann gehen wir rüber. Also. Also idealerweise wäre es natürlich schlau, wenn ich das untere zuerst gemacht hätte und so weiter. Jetzt kommen gleich die ganzen Buffs-Unterhosen-Shots irgendwie ins Netz. Danke. So. Genau. Genau. I see London, I see France, I see Buffs Underpants. So, gut, einmal schwarz. So, jetzt habe ich die zwei lautesten Punkte. Jetzt ist hier die Frage, jetzt käme bei mir die Taschenlampe ins Spiel, um zu gucken, wo die Dinger sind. Weil eine Sache, die ich jetzt ausprobieren möchte, ich bin nicht so der große Phasenkönig, was das angeht. Ich zeige euch gleich, wie ich damit umgehe. Ich hätte gerne, dass die Membrane von den beiden Mikros auf einer Linie sind. Das kann ich ja ungefähr ahnen, wo die sind. Wie ich da genau gleich mit umgehe, zeige ich euch gleich. Also mir sind persönlich einfach von dem Handling her lieber, wenn die Dinger nicht geschrägt sind, sondern gerade sind. So bei einer Marshall-Box ist es wesentlich leichter als bei sowas. Gut, aber die sind beide jetzt auf dem gleichen Punkt. Und wenn ich jetzt weiß, okay, das ist mir jetzt zu hell, dann nehme ich buchstäblich das Ding und ziehe es parallel dazu rüber. Ja? So. Und das hier, das klebe ich jetzt mal auf gut Glück ein bisschen weiter nach rechts, weil eine von den Sachen, die ich eben mache, wenn ich jetzt ein zweites dazu stelle, ich würde jetzt zum Beispiel nie ein M121 dahinter tun. Warum? Nicht, weil es ein scheiß Mikro ist, überhaupt nicht. 421, Entschuldigung. Sondern weil es zu ähnlich dem SM57 ist. Warum soll ich zwei Mikros hinstellen, die genau gleich sind? Das ist doch totaler Quatsch. Also tue ich lieber welche dazu, die sich ergänzen. Das habe ich zum Beispiel bei dem hier rausgekriegt, das kannte ich bis vor kurzem gar nicht so richtig und es gab halt nichts anderes. Das ist ja manchmal ganz hilfreich, wenn man einfach Sachen ausprobieren muss. Und das ist was wirklich gut ergänzt. Ja, wenn ich es jetzt einzeln höre, denke ich mir, naja, aber zusammen ist es halt was Geiles und deswegen will ich ja ein zweites dabei haben. Das gleiche mit dem hier. Und die stelle ich mal, dass auch hier das Membran ist. Genau, und dann ziehe ich dann das entsprechend so weit nach hinten, dass es auf der gleichen Höhe ist. Das muss nicht so voll dran sein, weil das wird ja brachial laut, bitte? Jetzt wegen Phasenauslöschung. Wegen Phasenauslöschung. Und zwar deswegen, weil große Phasensachen, das zeige ich euch gleich, das kann man im Nachhinein justieren. Wenn es so auf engem Raum ist, macht es einfach einen Klangunterschied, je nachdem, wo es steht. Also gestern zum Beispiel, als wir hier angefangen haben, war kurzfristig die Idee aus visuellen Gründen, dass man das Ding jetzt hier auf ein leeres Flight Case stellt. Nee, das geht. Ja. Nee, suche ich überhaupt nicht, weil das möchte ich nicht drauf haben. Das ist genau das, was das macht. Einen Unterschied, worauf das steht. Früher, solche Amps hat man gern auf Stühle gestellt, weil man die Reflexion vom Boden nicht möchte. Hier ist jetzt ein Teppich. Das sind wirklich grundsätzliche Geschichten. Also ich würde den Teppich wahrscheinlich wegmachen, wenn ich was Härteres haben möchte. Ja, also bei Scorpions haben wir keinen. Da ist es auf einer Holzplattform. Und wo ich drauf raus will, ist, da kommt halt Kram zurück. Und wenn das sind klangliche Phasensachen, einfach dadurch, wo die Reflexionen in der Umgebung sind, die kriege ich nicht dadurch weg, dass ich irgendwelche Sachen visuell ausgleiche da drin. Ja? Also deswegen möchte ich die Mikros ungefähr auf der gleichen Linie haben. So, und jetzt probieren wir Folgendes. Jetzt gehen wir rüber und jetzt checken wir die Phase. So, das Erste, was ich jetzt gern kurz hätte, Ingo, sind nur ein paar Stabs. Nur zack, 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 zack. Das langt mir schon, danke. So, und jetzt kann ich da mal hingehen und gehe da mal auf Vollzoom. Was sehen die Herren? Das Rote ist ein bisschen weiter vorne als der Rest. Wenn ich jetzt ganz kleinkariert bin, was ich ja sein möchte, das Reuer muss ein bisschen nach hinten, das SM57 muss ein bisschen nach vorne. Und das mache ich jetzt. Ihr bleibt einfach da, ich bin gleich wieder hier. Machst du es nochmal bitte, Ingo? Gut, danke. Komme ich klar mit.
Das Reuer müsste vielleicht noch ein bisschen nach hinten, aber das ist ziemlich nah dran. Ja? So, jetzt tue ich mal schnell umschalten, weil jetzt möchte ich euch kurz was zeigen, was mit dem Raummikro ist. Ja, was ich da machen würde für später. Also erstmal, ich habe eine Weile lang angefangen, Spuren anzusammeln wie wild und habe im Prinzip für jede Gitarrenspur, hätte ich jetzt diese fünf einzeln aufgenommen. Das mache ich noch bis heute, aber nach einer Weile baut sich was zusammen, weil das ist uferlos. Es ist auch vor allem so, wenn man es dann eben nicht selber mischt, ja, sondern das anbietet. Der soll ja den Sound nicht völlig neu designen, sondern ich biete ja eine Grundvorstellung an, die dann fertig sein muss. Aber was das erstmal bringt, warum man das einzeln aufnimmt, das zeige ich euch jetzt gleich. Also das ist der erste Schritt und das ist wirklich das letzte Mal, dass ich jetzt gucke, ob die Phase jetzt genau gleich ist. Ja, ich unterstelle jetzt mal, dass das so bleibt. Rein visuell mache ich das. Ja, okay. Wie soll ich es auch? Ne? Ich war mal im Abbey Road eine Weile und habe da was aufgenommen und nachdem ich da, ich habe die Mikrofonliste gesehen und habe fast geweint vor Glück und habe gedacht, ich probiere jetzt alle. Ja, weil das Geile an dem Studio ist ja nicht nur, dass sie so viele Mikros haben, sondern sie haben auch von jedem Mikro, das es gibt, fünf, nicht nur eins. Das heißt, ich habe alles ausprobiert, was ging und zum Beispiel auf Amps hatte ich dann eben vier Mikros. Ich hatte zwei dran, die ich immer habe, ein SM57 und ein 441 oder in dem Fall jetzt das Bayer oder was auch immer. Und dann habe ich eben auch noch zwei Raumsachen drauf gemacht, nämlich ein U67, macht ja sonst nichts, und ein RCA44, dieses Elvis-Mikro, ja, also richtig großes Kino alles. Und dann ist genau das passiert, was man kennt aus ganz vielen älteren Aufnahmen, nämlich dass es so nasal klingt. Ja, also wenn ich jetzt Gitarren, ich habe mir überlegt, warum sind die immer so nasal klingend, diese alten Aufnahmen? Das ist halt Teil dieses Phasendings, ist wirklich, vielleicht war es damals Teil der Ästhetik, es fehlt einfach mal der Wumms untenrum. Und da mache ich genau das, das zeige ich euch dann eben an dem Beispiel, weil es wirklich beeindruckend ist, was das für ein Unterschied ist. Und tue das virtuell nach vorne ziehen. Also ich tue wirklich, ja, ich kann es ja auch an dem zeigen hier, die Spur einfach verschieben. Aber das mache ich erst, wenn ich mir ein Finales ausgesucht habe. Also ich bin ein Freund von relativ schnellen Entscheidungen. Ich möchte nicht auf Dauer immer alles weitermachen. Ewig aufbehalten wollen. Also ich würde wirklich buchstäblich die untere hier nehmen und so hinziehen. Und ich würde aber, nachdem ich Pro Tools Vogel bin, so machen, ich würde das duplizieren und dann ziehe ich das so nach vorne und dann kann ich vergleichen, ob mir das gefällt oder nicht. Ja, wir können das ja tatsächlich mal machen. So, spiel mal irgendwas, Ingo. Halt. Okay, das ist schon mal prima. So, und jetzt mache ich mal eine Sache. So, und jetzt tue ich mal bei ein. Ich habe es jetzt anders gemacht, als ich es euch gezeigt habe, aber das ist ja wurscht. So, dann gehe ich jetzt einfach mal hier auf volle Pulle, ja, und mache das mal Pi mal da nach vorne. So, das ist das Raummikro jetzt, das ich nach vorne gezogen habe. Jetzt machen wir das mal anders. Das sind jetzt alle Mikros zusammen, mit Ausnahme des Raummikros, ja? Also so klingt das. Okay, jetzt tue ich mal das Raummikro dazu. So ist es unverzogen, ist sozusagen. Und so ist es angelegt. Ihr hört unten, dass unten was dazugekommen ist. Ja? Ist jetzt kein Riesenraum offensichtlich, aber hört man nur auf die tiefen Mitten. Nochmal Nummer 1. Mach's nochmal lauter, vielleicht bringt's da noch mehr. Hat so ein Red Hot Chili Pepper Vibe, kann da natürlich auch was haben. So, und jetzt? Es wirkt lauter, merkt ihr das? Und wie die Tiefen plötzlich da sind? Ich habe da an der Lautstärke nichts verändert, das ist ein reines Phasenphänomen. Ohne, ne? Und mit.
Ja, also da kann ich im Prinzip, und das ist das Geile an der Geschichte, ich habe jetzt die Wahl, ob ich dieses Phasenphänomen haben möchte oder ob ich es im Nachhinein angleiche. Diese Wahl tue ich jetzt persönlich ziemlich schnell treffen. Also wenn ich jetzt das aufgenommen habe mit dem Gitarristen und mir dann aus den, vielleicht habe ich verschiedene Takes, mir einen zusammengeschnitten habe, dann bin ich mittlerweile, vielleicht ändert sich das wieder so weit, dass ich sage, okay, wenn mir die Kombination aus Mikros gefällt, dann bounce ich sie zusammen als ein Amp. Wie man das heute so macht, behalte ich natürlich auch die Einzelspuren. Aber das, ja, das Fragezeichen nicht so groß ist. Und das, was ich dann gebounced habe, ist auch das, was ich editiere. Was ich jetzt mal machen möchte, ich möchte mal Ingo spielen lassen. Sagen wir mal, wir haben eine Nummer mitgebracht von Scorpions Rock'n'Roll Band. Und wir stellen mal einen Sound ein, wir schauen mal weiter. Und ich nehme das da mal auf, ja, und lass es dann, tu es da mal reampen. Das heißt, ich nehme das DI und lass es dann einfach mal im Loop durchlaufen, dass der Amp immer spielt. Und dann könnt ihr mal hin und her laufen und hören, wie klingt es drüben. Und dann könnt ihr gerne mal einfach in Kombination probieren, wie gefällt euch welches Mikro, was ist eine gute Kombination aus beiden. Weil was wir jetzt gerade gehört haben, ist ja relativ gleich. Das würde ich natürlich nicht machen. Ja, sondern ich würde sagen, okay, das ist mehr, das ist weniger. Deswegen will ich ja verschiedene Mikros haben. Macht Sinn? Mhm. Machen wir mal schnell. Okay, gut. Also das ist das SM57 im Augenblick. Völlig anderer Film. Das ist Reuer. Das hier ist das Bayer. Das ist tatsächlich am nächsten dran von dem, was ich drüben höre. Ja? Aber mir wäre es jetzt zu muffisch. Und dann den Raum. Ja, traditionell, dass das wirklich am meisten dazu macht. Und da kann ich jetzt halt Kombination machen, ne? Ich sage, okay, das ist jetzt das Bayer mehr mit ein bisschen von dem SM57 dazu. Jetzt ist es schon näher an dem, was ich habe, aber vielleicht ist es mir zu muffig. Würde ich das als Stereo-Sache machen, eins nach links, eins nach rechts? Die Antwort ist nein. Das finde ich, das macht unglaublich, nimmt unglaublich viel Platz ein. Ich meine zum Beispiel das Raummikro dann zum Beispiel im Hintergrund. Nein, mache ich nicht. Außer es ist wirklich ein ganz spezielles Raummikro. Also wenn ich jetzt sowas habe, was ja auch jeder zu Hause machen kann im Prinzip, dass ich irgendeinen Keller habe, der besonders hallt und ich da nochmal ein Mikro reinstelle, also so seine eigene Echo-Chamber zu machen, wenn man jetzt nicht die Nachbarn haben muss, ist ja total leicht, dass man mal was ins Klo stellt oder so. Wenn ich jetzt so einen ganz krassen, so wie Black Keys mäßig, so einen Raum habe, dann macht das vielleicht mal Sinn. Aber im Prinzip nimmt es immer an Definition weg. Immer. Da stehe ich überhaupt nicht drauf. Und so Doppelungen sind was ganz, ganz Tolles. Ist übrigens auch was, wenn ich eine Doppelung mache, dann tue ich ein bisschen was ändern am Sound. Entweder nehme ich ein anderes Mikro, also wenn ich jetzt zum Beispiel zwei SM57 dran hätte, eins so und eins ein bisschen schräger oder ein bisschen weiter drüben, oder ich würde ein Pickup ändern oder sonst irgendwas, oder ganz wenig am Amp verstellen, weil dadurch kommt dann der Doppeleffekt dann auch raus. Ich möchte dazu sagen, gerade wenn man im Rock'n'Roll ist, und da nehme ich jetzt Schlager und Pop und was auch immer alles dazu, der Druck kommt immer aus der Mitte, ja? Bei Klassik oder irgendwelchen Surround-Sachen ist natürlich was anderes, aber ansonsten hören die Leute hören Musik aus dem Handy als junge Leute, ja, oder selbst wenn man heute sich was Geiles kauft, was irgendwie so diese Harmon-Dinger, diese Runden oder was auch immer, es ist quasi Mono, auch wenn es nicht Mono ist, ja. Also Mamas Radio unter der Küchenleiste ist bis heute das, wie man Musik hört. Das heißt, da muss der Druck herkommen. Da kann man sich nicht drauf verlassen, dass irgendein komischer Stereo-Effekt irgendwas bringt. Und wenn das dann einen gegenteiligen Effekt hat, nämlich dass der Monodruck verschwindet, dann habt ihr ein echtes Problem. Also da gar nicht anfangen, irgendwie große Sachen zu machen. Sondern jetzt ist genau wirklich das,
die Herausforderung, die ich vorhin gesagt habe. Das, was da draußen klingt, klingt hier genauso. Das ist, was ich haben möchte. Und sonst gar nichts. Da. Ich mache jetzt eine Sache. Also das ist wirklich das Preset, was wir drauf haben. Normalerweise halt ein Hall drauf und ein Delay. Das kann ich euch auch gerne zeigen. Das sind bei mir schon Presets in meinen entsprechenden Plugins. Das ist einfach was bei eins von den Pro Tools Dingern, ja. Und das ist wirklich mein Scorpions Preset. Links eine Viertel, rechts eine punktierte Achtel. Ja, freuen sich alle. Alles gut. Ich sage jetzt mal allgemein, dass mir das alles zu spitz ist und ich tue mal das Mikro ein bisschen rüber und mache es mal wirklich so, wie ich es jetzt bei Scorpions gemacht hätte. Ja, also so 45 Grad rüber und ein bisschen noch geschoben. Magst du mal? Ich hoffe, ihr habt's. Ich mache mal den Effekt kurz aus. Deutlich weicher, ne? Ja, deutlich weicher, genau. Aber nur das eine, also nur das erste. Es ist, der bleiben wir jetzt auch bei, genau. Wir bleiben jetzt bei dem einen, machen jetzt da kein Terz. Nochmal bitte. Ja. Ja, dann fangen wir mit dem an und dann lassen wir mal Ingo ein bisschen dazu spielen. Ich gebe dir kurz eine Variante, was wir so machen. Oder das. Wer findet die besser? Eins oder zwei? Wer ist für eins? Wer ist für zwei? Zwei gewinnt, okay. Warum? Es ist mir, ich möchte ein bisschen mehr Definition, dass er halt mehr spielen kann. Das andere ist zwar voller, aber das ist in dem Fall nicht hilfreich. Wie passt der Sound am besten drauf? Das ist genauso wichtig, wie klingt der in sich geil oder nicht. Ja? Also ich gehe nochmal. Ingo, spiel doch mal. Das ist diesmal ein bisschen eigenartig, weil eben er hört sich jetzt direkt und der Effekt wird natürlich getriggert von dem leicht latenzigen Ding, was hier durchgeht jetzt. Also insofern ist das Delay ein bisschen off, bla bla. Aber da kommen wir jetzt ganz gut klar mit. Wenn der Chef jetzt da wäre, würde ich das nie machen. Da würde ich mich aber auch auf die Latenz nicht einlassen. Ja. Da wäre da tatsächlich, wenn ich sowas machen würde, wäre es nicht schlecht, wenn ich einfach ein paar von den Outboard-Sachen nehmen könnte. Ja, da wird man schon was finden, wenn man muss. Das ist so lustig. SPX 90 zum Beispiel hier, das war so das gerade noch, das, was man früher sich leisten konnte im normalen Studio. Ziemlich Grütze eigentlich und heute ist es wieder total in als Retro-Sound. Es gibt bald den SPX 90 Plugin, wo du denkst, oh. Natürlich. Ich habe es für die Gitarrenfreunde noch zwischendurch. Ich wechsle mal kurz so beim ersten Versuch zwischen Humbucker und Single Coil. Weil ich kann es auch so schnell machen, weil so ist es halt im Humbucker, im sehr starken Humbucker, 22 Kilo im Output. So mit dem Single Coil. Das heißt, es schneidet mehr, ne? Ja, genau. Brummt auch gleich, aber ist egal. Die Frage ist ganz einfach, weil ich habe jetzt da 100.000 Rhythmusgitarren. Wie passe ich da noch rein? Deswegen einfach nur die Option. Es kann sein, dass es so zu dünn klingt, aber vielleicht im Mix besser passt. Aber können wir probieren. Das Einzige, was ich mir mikromäßig jetzt noch, wie gesagt, in echt überlegen würde, ich hätte wahrscheinlich andere Pre's dabei. Und er hätte auch ein paar Mikros drauf, eben um das, was ich da jetzt gerade gemacht hätte, bei jetzt in echten Scorpions-Gebrauch, da wäre sowohl das Mikro, was direkt drauf war, als auch das, was ich da jetzt so hingestellt habe, dass ich einfach hin und her packen kann. Und die wären dann auch fest. Da sind, wir haben halt, keine Ahnung, 5 oder 6 Pre's, die da sind, die wir alle mögen, wo die fest durchlaufen und ich gehe dann über die entsprechenden Inputs und es ist immer gleich. Genau mit dem gleichen Gedanken im Hintergrund, passt das jetzt über diese Wand Gitarren besser so oder so oder so. Da sind ja Mic-Pres genauso wichtig wie die Mikros. Ich nehme einen sogenannten, da gibt es eine Münchner Firma, die heißt Vertigo. Finde ich großartig. Und dann haben wir noch BAEs, das sind so Neve-Nachbauten. Ja.
Die haben wir. Ich zu Hause habe auch noch ein paar SSLs, aber die sind sowohl hier als auch bei Rudolf im Pult, also da muss ich keine mitbringen. Ja. Aber das ist total wichtig, finde ich. Das ist ja für den Toningenieur, das sind die Farben, die man sich aussucht, ist die Mikro-Pre-Combo. Alles andere ist verhandelbar, aber das sind die Sachen, glaube ich, wo man immer noch Geld und Liebe in analoge Geräte investieren muss. Macht einen Riesenunterschied. Macht einen Riesenunterschied. Da erinnert mich dran nachher noch, bevor wir durch sind, weil das ist total, da hatte ich so ein Boing-Erlebnis vor nicht allzu langer Zeit. Aber egal, erstmal Solo. Ich würde mal sagen, Ingo. Kannst du das rückwärts? Jetzt machen wir gleich noch eins. Ja. Und mach mal auf das andere Preset bitte. Okay, jetzt vergleichen wir das mal kurz, und zwar so, dass es ein bisschen eingebettet ist. Okay, wer ist für Nummer 1? Und wer ist für Nummer 2? Ich auch, ja. Was war was jetzt Nummer 2? Genau, andersrum als wir es immer. Genau, genau. Also es ist genau andersrum, wie wir gedacht haben. Ja. Ja? Also das, was vorher Nummer 1 war, ist doch? Doch? Zuerst die 2 gespielt und dann die 1. Ich habe zuerst den weißen, wenn man so will, was wir vorhin als zweites hatten. Genau, das ist jetzt genau umgedreht. Also was vorhin 2 war, war jetzt 1. Und von dem jetzt hat Nummer 2 gewonnen. Also genau das Gegenteil von dem, was ich vorhin meinte. Ja, aber das funktioniert deswegen. Also ich würde jetzt bleiben, wenn ich das gehört habe, bei dieser Version und würde daran noch ein bisschen arbeiten. Also ich würde jetzt hier mehrere Sachen probieren. Ich würde vielleicht ein bisschen Höhen reindrehen tatsächlich noch. Ich würde mir überlegen tatsächlich, ob ich es vorher ein bisschen komprimiere. Und durchaus auch die Gitarrenwahl ist was, wo man nochmal drüber nachdenken könnte, ob da irgendwas Schlankeres noch kommt. Was wird's? Höhen rein meinst du am Amp? Oder? Ja, am Amp, ja. Genau. Also das ist jetzt noch nichts von dem ist fertig. Das ist jetzt probieren Nummer 1. Wenn ich so ein Solo mache, ja, ich weiß ja nicht, wer von euch in der Hardrock-Fraktion ist, da wird genauso viel Liebe reingesteckt wie in einen Lead Vocal. Da habe ich um die 30, 40 Takes, also nicht am Stück 40 Takes, aber mit leichten Veränderungen. Und daraus wird dann was zusammen gemacht. Wie beim Vocal Comp auch. Das ist also wirklich, das wären so die ersten zwei Nudeleien sozusagen und wir machen dann fertig. Und wenn dann der Sound steht, dann geht's los. Es könnte sein, dass nach 30 Takes nochmal, wir machen noch was anderes. Oder morgen, oder, ja, dass da irgendwas anderes passiert. Aber lass uns mal da noch ein bisschen was dran machen. Willst du selber drehen, während ich spiele? Was würdest du denn machen, Ingo? Würdest du Gitarre machen oder würdest du... Ich kann erstmal Gitarre machen grundsätzlich, weil das halt ein ganz anderer Charakter ist. Los geht's. So. Musst du mal ein bisschen gucken, aber Sound ist auf jeden Fall besser, ne? Ja, finde ich auch.
Wir hören noch mal kurz. Also ich spiele noch mal vor, was wir... Wir haben ja gesagt vorhin, das zweite ist das bessere, ja? Und das hören wir uns jetzt mal noch mal an. Gut, und jetzt kommt das, was wir gerade gemacht haben. Also wir sind jetzt wieder 1-2, ein anderes 1-2. Wir haben das erste, das wir gehört haben, das zweite. Wem gefällt das zweite besser? Das ist schon Geschmackssache. Wem das erste? Genau, also mir gefällt die andere Gitarre auch besser in dem Fall. Kommt da besser rüber. Gut, machen wir nochmal aus. Und jetzt? Genau, der ist es. Das ist hier so ein Bright 1-2, wenn du willst. Okay. Und sonst halt da. Probieren wir nochmal. Okay, wir machen nochmal einen Vergleich. Das ist jetzt die Gitarre, die vor, nicht die letzte Version, die davor, also die Gitarre ohne meine Veränderung und dann spiele ich die Gitarre mit den Veränderungen, ja? Und jetzt kommt die mit den Veränderungen. Gefällt das erste besser? Oh, okay. Mir gefällt das zweite besser? Okay. Aber ich würde es noch leicht verändern tatsächlich. Ich würde noch ein bisschen Höhen wieder zurückdrehen. Ich habe es ein bisschen übertrieben, glaube ich. Aber im Prinzip steht es besser vorne da. Was meinst du? Änderungen gemacht jetzt im SSL? Nee. Nee, nichts passiert im SSL. Das ist alles vorher. Er hat einen Bright-Schalter hast du benutzt. Ja. Ich habe 2 Bright-Stufen und du hast die erste benutzt. Genau. Spielst du nochmal? Okay, probieren wir nochmal. Keine Ausbremsung, ja, da möchte ich jetzt mal Respekt für haben hier. Also, wir hören es nochmal an. Jetzt spiele ich mal nochmal den allerersten mit der Gitarre, dann den vorherigen und dann den jetzigen, okay? So, das war der erste, jetzt. Und jetzt der letzte. Okay, wem hat der dritte am besten gefallen? Der jetzige, der gerade? Der zweite? Der erste? Ich bin gerade unentschieden, was meinst du denn? Also ich komme so langsam rein, mir ist es eigentlich mehr oder weniger, es sind Nuancen. Ich finde es jetzt gar nicht so schlimm. Ich merke allerdings auch, dass ich eben
Wie gesagt, das, was ich jetzt spiele, habe ich vorher noch nie gespielt. Und dann dauert es auch so ein bisschen, bis man reinkommt. Aber ich fand jetzt den letzten auch nicht schlecht. Können wir einfach da mal bleiben bei dem letzten? Mir gefällt tatsächlich der erste auch gar nicht schlecht. Wo war denn das Bright Setting beim ersten? Am allerersten? Ja. Auf null. Gut, da habe ich es auch. Der kommt aber gut im Mix durch. Genau. Ja, das ist ja auch. Wir könnten ja noch mal eine Sache probieren, und zwar, dass man, was viele gerne mögen, dass man Kompressor Pedal davor macht. Oder ist das gerade blöd? Würdest du nicht machen? Na, sonst machen wir es nicht, aber wir können es ja probieren. Probieren wir es mal schnell. Das ist ja nicht das, wahrscheinlich nicht das Problem. Nur zum Vergleich, ja? Also das sind wirklich die kleinen Schritte, die bei einer normalen Aufnahme auch passieren. So, ich habe einen Kompressor zwischen. Noch bitte. So, also jetzt die vorherige, von mit der wir waren, ja. Und dann, was ich da noch schnell eingestellt, ich habe noch ein bisschen mehr wieder Bass reingedreht, ein bisschen Höhen, was hier, ja. Okay, also nochmal das von vorher. Jetzt noch das von gerade. Eins, zwei. Fast ein bisschen zu weit vorne. Ja, ich finde es geil. Ich würde es lieber nachher komprimieren. Ja, da spielt er halt anders rein. Ich glaube, das ist auch ein Teil davon, weißt du, wenn das dann so, das nachher, kann man natürlich auch machen. Oder nach dem Mikrofon Vorverstärker, weil ich finde, dass das Zerrverhalten anders ist, wenn ein Kompressor vor ist. Ist anders, ja. Ja, aber das ist genau das, was wir ausprobieren, genau. Mir gefällt es jetzt. Ich bin jetzt gerade, eine Sache, die ich dann noch ausprobiere, ich zeige es euch mal hier. Ich habe einfach mal die Phase gedreht, ja. Hört ihr einen Unterschied? Gut, also so gehen wir daran und so, ja. Frage zur Arbeitsweise jetzt. Ja. Jetzt hast du dir ein Mikro rausgepickt, als irgendwie Referenzpunkt. Und jetzt ja auch richtig Nuancen getuned, nochmal ein bisschen Bässe rein und so. Wenn du jetzt deine vier Mikros hättest, würde man, wie soll ich sagen, hat man wieder eine riesen Variable. Nee. Also dann schiebst du ein bisschen mehr von dem Bändchen dazu, dann. Also ich würde wirklich anfangen, genauso wie ich es jetzt gemacht habe. Okay, er spielt erstmal. Ich höre das draußen, wie es ist. Dann höre ich hier drin, dann mache ich mein Verhältnis von diesen drei Mikros. Mhm. Dann mache ich das Theater, was wir jetzt gemacht haben, dass wir den richtigen Sound suchen. Und wenn ich dann meine, während wir das machen, ah, vielleicht braucht es doch ein bisschen mehr Höhen, dann ziehe ich vielleicht ein Mikro ein bisschen runter, ein bisschen hoch. Mhm. Aber im Grundsatz steht es dann zu dem Zeitpunkt. Aber du würdest quasi, du baust erstmal so ein 1:1 Setup, dass du hier hörst, was du gut findest, was im genau. Original entspricht. So sieht's aus. Und dann hast du eine Balance und fängst dann an, hier quasi fein zu tunen, auch am Amp-Sound. Da, genau. Ich muss mir sicher gehen, dass das, was ich hier drin höre, dem entspricht, was da draußen rauskommt. Und dann kann ich nämlich den Sound anstellen, einstellen an dem, was da ist. Mhm. Nur jetzt kann ich ja einfach mal alles verwerfen, was ich heute gesagt habe. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, den Amp, Blablabla, bla, bla, Gitarre und sowas zu ändern, dann habt ihr ja nichts, könnt ihr ja nichts anderes machen, als in der Kiste was zu tun. Da muss ich ganz ehrlich gestehen, dann nehmt ihr lieber das DI und nehmt ein Plugin.
Ja? Aber nur dann. Wenn ihr irgendwie nur, wenn ihr drei Amps habt und drei Gitarren, dann probiert das zuerst aus. Auf jeden Fall. Also die hat, genauso wie du es beschrieben hast, so ist meine Arbeitsweise. Das, was ich höre, ist das, was da ist. Da gibt es einen leichten und dann habe ich, ich habe die Möglichkeit, vielleicht den Frequenzgang leicht zu ändern, da, durch Wahl von Mikrofon, ja, entweder so oder so, oder die Kombination von dreien, je nachdem, das kommt wirklich auf die Situation drauf an. Dann baue ich den Song mit dem Künstler auf. Finde den richtigen Sound, nehme es auf, bla bla. Das muss, und der Sound ist, passt da ins Bild, ja, ist es einfach vom Vibe her, vom Arrangementaufbau her geil und inspiriert es den Künstler, ist auch sehr wichtig. Jetzt weiß ich gar nicht, ob es jetzt gerade Ingo. Ich komme so langsam geht's. Bist du inspiriert, Ingo? Das ist mit das Wichtigste überhaupt. Ja, das ist eben das, was es ist. Ja, aber es ist grundsätzlich, was du eben gesagt hast mit den Plugins und so weiter, natürlich ist das eine gute Möglichkeit. Es ist aber, wenn du jetzt zum Beispiel nur so einen kleinen Combo zu Hause hast und sonst nichts, lohnt es sich tatsächlich da auch mal zum Beispiel ein Verzerrerpedal vorzumachen oder sonst was. Und das, um einfach mal andere Wege kennenzulernen. Und für, gerade für ein Solo, wenn das so ein bisschen schneidet oder sonst was und vielleicht unangenehm ist, kann es durchaus sein, dass es so reinpasst. Also ich habe auch schon sehr gainige Sounds und dann noch einen Verzerrer davor gemacht. Was alleine ein bisschen komisch klingt, aber dann tatsächlich wieder einmal das Spielen total einfach macht, weil du kannst eigentlich machen, was du willst, ist egal. Und ja, das ist nicht unwichtig. Und du kriegst eben so einen speziellen Sound, der manchmal auch ganz gut ist. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man so auch mal mit in Betracht ziehen sollte. Die Spuren dann erstmal normalisiert alle? Nie im Leben, nee. Nur ordentlich Pegel mit ein bisschen Headroom und dann... Ja, ich meine, da gibt es ja so komische Theorien auch, aber ihr habt 24 Bit, ja? Wenn ihr 4 Bit aufnehmt und es normalisiert, dann macht ihr den Rest auch lauter. Das ist Quatsch einfach, ja? Also ihr versucht einfach so viele Bits zur Beschreibung eures Audiomaterials zu nehmen wie möglich, also ihr geht so nahe unter Null, wie es geht. Wenn es unglaublich dynamisch ist, ist es auch kein großes Ding, wenn ihr eben da unten anfangt und dann hochgeht oder so, aber so oft passiert es ja nicht. Also bei Schlagzeug eher vorsichtig, bei Gitarre aufs Maul.